Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Cuphead. So, auf unserer Reise durch die Tintenfassinseln, wo wir alle Bosse noch einmal auf Experte und alle Run-and-Gun-Levels auf Pazifist oder als Pazifist beenden wollen, sind wir jetzt auf Tintenfassinsel Nummer 2 angekommen. Die Hölle sowie Tintenfassinsel Nummer 3 liegen hinter uns. Und als erstes würde ich sehr, sehr gerne die Hatz im Gruselkabinett abhaken. Das soll angeblich das schwerste Level sein, das man für den Pazifisten-Run machen kann. Angeblich. Wahrscheinlich, weil man eben ziemlich schnell durcheinander kommen kann, wenn man diese ganzen, ja. Oh ja, ups, Mist. Weil man eben durcheinander kommen kann, wenn man die ganze Zeit ja, die Gravitation quasi austauscht. So, am Anfang ist es erstmal wichtig, dass ich tatsächlich Paraden ansammle, bis ich genug für meinen Super habe. Mist. Nein! Verdammt. Ah. Oh nein! Ich wäre beinahe durch den Mund gekommen. Verdammt. Yes! Okay, wie ihr seht, ist es tatsächlich möglich, durch den offenen Mund zu laufen, ohne die Wand vorher zu erledigen. Hätte ich vorher auch nicht für möglich gehalten. Krasse Sache. Das war jetzt lucky. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein! Oha! Verdammt! Aber guckt euch mal an. Das ist doch schon für den ersten Versuch recht weit gewesen. Wie gesagt, nur aufgrund der Tatsache, dass die Gravitation immer gewechselt werden muss, kann dafür so ah, wow. Kann dafür sorgen, dass dieses Level hier ziemlich tricky sein kann. Und das wird ja erst am Ende zu einem richtigen Problem. Warum ist jetzt gerade meine Parade so unfassbar schlecht? So. Immer so ein kleines bisschen vorwärts arbeiten. Danke übrigens auch für den Tipp, dass man bei den großen Enten auch sich ducken kann. Super Sache. Dieser Tipp macht das Ganze natürlich um einiges einfacher. Mist. Leider noch. Ah, Damage genommen. Wow. Das war jetzt ein unnötiger Punkt, den ich hätte vermeiden können. Nein. Nein, verdammt. Aber die ersten Versuche waren schon mal besser als gedacht. Ich lerne. Oh, pff. Das war. Nee, das starte ich nochmal neu. Das war jetzt schlecht. Okay, merken am besten nicht in der Nähe von den pinken Karten die Paraden starten. So. Okay. So. Immer schön die Entchen farmen. Denn wenn ich meinen Superangriff nicht hier brauche, dann definitiv später im Level. Einmal noch. Okay. Nein, das darf nicht wahr sein. Ja! Nice! Verdammt! Das war wieder unnötig. Oh! Nein! Ah, oh, das darf nicht wahr sein.
Mist. Nein. Nein. Verdammt. Ah. Da habe ich jetzt das Timing leider ziemlich verhauen. Mist. Aber vom Prinzip her... Oh, ich hab's... Vom Prinzip her habe ich es eigentlich richtig schon mal gehabt am Anfang. Ich muss dann halt nur, wenn ich die Karte pariert habe, in die richtige Richtung auch fliegen. Wäre nice. So. Na kommt, liebe Entchen. So. Ah! Ich fasse es gerade nicht. So, jetzt aber. Mist. Ah. Ganz toll. So, erwischt. Ich bleibe lieber unten. Kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich auf dem Boden unterwegs bin. Yikes! Nein, das darf nicht wahr sein. Nein, was? Verdammt! Ich dachte, ich hätte noch mehr Gesundheit übrig. Ich habe gar nicht auf die Gesundheit geguckt und mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte notfalls... Och, Mann. Ich dachte notfalls könnte ich einfach durch das Saxophon mit Damage Boost kommen. So viel dazu. Okay. Der letzte Part ist echt knifflig. Davor geht's eigentlich. Selbst das durch den offenen Mund von der Wand springen, kriege ich einigermaßen hin. So, zweimal noch. Dann habe ich meinen super Angriff bereit. Okay. Ich muss daran denken, mir diesen super Angriff auch dann für die Endwand aufzusparen. Yes! Mist. Ah, das darf nicht wahr sein. Richtig billige Treffer wieder. Ach, komm. Also mit anderen Worten, bei dem ersten Saxophon muss ich eigentlich nicht... Oh, weiter... tun. Ah, nein! Warum bin ich in diese Richtung ausgewichen? Oh. Ich wollte doch überhaupt nicht in diese Richtung ausweichen. Wieso bin ich... Oh, Mann. Ich habe das Gefühl, da war wieder eine spontane Richtungswechsel im Spiel. Vom Spiel. Im Spiel. Eieiei. Aber wir kriegen das noch hin. Ich bin guter Dinge. Bis jetzt hat's noch recht gut geklappt. So. So. Komm schon. Yes! I love it! Oh, der kam jetzt aus dem Nichts. Mist. Ich hätte eigentlich keine Sekunde zögern dürfen bei dem Stern. Dann hätte ich da auch keinen Schaden genommen. Mist. Okay, nicht einmal einfach nur sprinten klappt hier. Ach, das darf nicht wahr sein.
Verdammt! Ich nehme viel zu viel Schaden dort. Ah. Das ist so ärgerlich. In diesem letzten Part nehme ich dann einfach mal allen Schaden. Wie viel Schaden möchtest du nehmen? Alles. Oder wie viel Schaden möchtest du nehmen? Ja. So rum. Ah. Ich habe immer Angst, dass ich zu weit vorschreite und auf diese Art und Weise der Miniboss ausgelöst wird. Das möchte ich nicht riskieren. Komm schon, spawne sie unten. Yes! Haha! Nein! Oh, ich habe noch versucht, ihm auszuweichen, verflixt. Es hat nichts sollen sein! Verdammt nochmal! Ja. Kann ich eigentlich auch mal in dieses letzte Segment kommen? Oh Mist. Was? Ach komm! Was zum Teufel? Ich kam nicht mehr auf die Plattform! Seit wann haben die Plattformen denn bitte so eine Kollisionsabfrage, dass ich da nicht mehr durchkomme? Uff. Das sind ja ganz harte Platten, ne? Das sind die Hardcore-Platten. Oh, nee, komm. Da lasse ich mir jetzt keinen Gesundheitspunkt abziehen, ganz ehrlich. So. Na komm. Ich fasse es einfach nicht. Nein, wieso ist mein Charakter gerade nicht gesprungen? Das darf doch nicht wahr sein. Ach Leute. Ah. Nein! Schon wieder zu viel getraut. Herrlich. Mist. Oh Gott. Komm schon. Ja! Das ist sehr gut! Ja, geil! Leute! Sehr gut! Das muss jetzt Safe Pazifisten Rang A sein. Also P. Oder? Oder bin ich aus Versehen noch auf Viereck gekommen? Nee. Glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Yes! Geschafft! Sehr gut, Leute. Oh, ein weiterer Pazifistenrang. Damit haben wir schon die Hälfte aller P-Ränge. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, ich find's schön, wie es gerade läuft. Ah, herrlich. Okay, alles klar. Das bedeutet, als nächstes... Ich tausche die beiden lieber mal aus. Bei ihm brauche ich erst den Lupfer und dann das. Wobei ich bei Grim Matchstick... eher die ganze Zeit den Lupfer benutzen werde. Moment, super. Ja, und Verwundbarkeit. Naja, wobei Energiestrahl ist an sich auch sehr gut. Und, ja, soll ich bei ihm den das Doppelherz nehmen oder lieber die Rauchbombe? Versuchen wir es mal mit dem Doppelherz. Bei Grim Matchstick habe ich das Gefühl, könnte ich das sehr gut gebrauchen. Okay, so, nochmal die Aufnahme überprüft. Dann können wir schön reinstarten. Grim Zündholz auf Experte.
Das wird bestimmt auch lustig. Grüß dich! Wow! Nee, nicht euer Ernst! Auf Experte laufen. Oh Gott! Auf Experte müssen wir vor ihm weglaufen? Och, ist das mies. Das ist ja jetzt komplett. Oh, Schande. Oh, ich dachte mir, was kommt auf Experte jetzt wohl? Wodurch wird hier jetzt die Schwierigkeit erhöht? Dadurch. Schande. Oh Mann. Oh Schande. Ah. Komme ich jetzt überhaupt bis zu Phase 2? Ich wage es stark zu bezweifeln. Oh Mann. Ah. Nein. Komm schon. Mist. Wie weit bin ich gekommen? Uff, er wäre beinahe in die nächste Phase übergegangen. Dang. Ah. Das ist ja jetzt echt krass. Einfach mal die Richtung geändert, in die man laufen muss. Ah. Nein! Auch noch direkt in den zweiten Feuerball rein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Oh. Nein! Ich stand da eigentlich gut. Ich hätte stehen bleiben müssen, dann wäre ich safe gewesen. Okay, wir haben die nächste Phase erreicht. Nice. Oh nein. Ah. Okay. Es geht. Es geht. Oh Mann. Hier wäre es eigentlich sogar besser, wenn ich diesen Umkehrer nehmen würde. Ah, nein, das war schlecht. Und ja, er hat immer noch super Musik. Welche die Tode ein kleines bisschen mindern kann. Verdammt! Ich warte mal lieber noch mit dem Superangriff. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn gleich. Nein! Das darf nicht wahr sein. Komm schon! Du Sau! Nein! Oh. Oh Gott. Ja, jetzt erst. Oh Mann. Du Sau. Nein! Dammit! Was ist jetzt? Die Flammen sind ja jetzt gar nicht mehr hochgesprungen, lol. Ist nicht wahr. Oh Gott. Die Wolken gehen jetzt die ganze Zeit in die gleiche Richtung, oder was? Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Oh, aber wie gut das jetzt war. Krass. Unfassbar. Okay, jetzt weiß ich, wenn ich einen vollen Super-Meter habe,
den Typen sofort angreifen. Sofort. Ich komme jetzt gerade, ehrlich gesagt, mit dieser Phase sogar einigermaßen klar. Überraschenderweise. Nein! Sage ich und lass mich durch den Schwanz verletzen. Sehr schön. Nein, nein, nein. Nein! Verdammt! Ah! Egal, ich versuch's trotzdem weiter. Okay. Tja. Da war der Schwanz schon in Position. Konnte ich nichts machen. Nun ja. Aber das ist schon mal ein recht gutes Gefühl, mit dem ich hier anfangen kann. Also bei Grim Matchstick habe ich jetzt auf jeden Fall von Anfang an mit deutlich mehr Widerstand gerechnet. Aber so geht das tatsächlich. Oh nein. Oh. Ah. Ah, verdammt. Nein! Verdammt nochmal. Unfassbar. Nein! Warum? Und der ist immer noch nicht in der letzten Phase. Das darf doch nicht dein Ernst sein. Grim! Laut Bild schon drin, aber... Ja, dein Charaktermodell muss noch nachziehen, wie es scheint. Oh, Schwein gehabt. Zack. Nein. Oh, Schwein gehabt. Richtig Schwein. Oh je. Nein. Verdammt. Nein! Damn it! Na endlich. Oi. Oh nein. Okay. Mist. Nein! Nein! Er wäre fast down gewesen. Guckt euch das an. Verdammt! Nein! Genau auf den Feuerball, verdammt! Verdammt! Nein! Ich höre die teilweise gar nicht kichern, bevor die hochspringen. Kann das sein, dass auf Experten, die nicht mehr die ganze Zeit am Kichern sind? Wow.
Wow, 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 wow. Verdammt nochmal. Oh. Wie nervös mich diese Viecher immer wieder aufs Neue machen. Das war schlecht vielleicht. Nein. Es ging noch. Nein. Wow. Ich fass es nicht. Eieiei. Nein, nein. Oh. Yes! Kabam! Oh, herrlich. Sehr gut. Damit liegt Grim Matchstick auch schneller als erwartet. Puh. Krass. Ein Schadenspunkt weniger und drei Punkte, also drei ja, Sekunden weniger. Und wir hätten ihn sogar noch auf S-Rang geschafft. Hm. Nun ja. Aber egal. Das heißt, er wäre eventuell, falls ich es bei einem Gegner auf der ersten Tintenfassinsel nicht schaffen sollte, vielleicht doch noch ein Kandidat für den S-Rang. Aber naja. Wir machen erstmal eins nach dem anderen. So. Ist hier schon direkt das nächste? Ein Boss oder ein Level? Was auch immer. Was wäre denn überhaupt an sich das nächste? Hm, da unten sind dann schon die ganzen ersten Bosse und auch das erste Run-and-Gun-Level von dieser Insel. Da ist es. Okay. Das heißt, als nächstes käme Zacharias Zwitscher. Hm, okay, ich gucke nochmal auf die Zeit. Oh, okay, krass, Leute. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, den Part zu beenden für heute. Okay, dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.